Eigentlich schickt man bei diesem Wetter keinen vor die Tür, aber es hilft nichts. Die jungen Stare sind flügge und müssen aus dem Kasten. Auch wenn die Überlebenschancen schlecht sind. Die Altvögel leiden auch unter dem Wetter und verschieben die nächste Brut auf bessere Zeiten. Als dann endlich wieder die Sonne scheint, wärmen sich alle auf. Einmal noch ausgiebig putzen, dann geht's gleich wieder los ans Brutgeschäft. Einige bessern jetzt die alten Nester aus und verteidigen das alte Revier. Lautstark, wie es sich gehört. Aber viele Paare trennen sich jetzt auch, suchen einen neuen Partner und einen neuen Kasten. Das wäre nicht weiter schlimm, würden sie dabei nicht so rabiat vorgehen. Diese Kohlmeise hat leichtsinnigerweise in einem starren Kasten gebrütet. Der hängt an einem Fenster, damit man besser reingucken kann. Die Meisenküken sind schon ein paar Tage alt und immer hungrig. Ständig fliegen die Eltern mit Futter ein und aus. Das hat auch ein Star beobachtet, der eine neue Bleibe sucht. Am nächsten Morgen sind plötzlich Stare im Kasten. Die Meisenküken liegen unten auf dem Boden. Die Stare haben sie einfach rausgeworfen. Das ist jetzt unser Kasten, scheint er zu sagen. Und innen hat das Weibchen umgeräumt und genießt die Aussicht aus dem neuen Domizil. Der Hausrotschwanz, der um die Ecke wohnt, muss nicht um seine Küken bangen. Als Nischenbrüter ist er zumindest vor den Staren sicher. Sein Nest liegt direkt über der Haustür. Den Rotschwänzchen scheint das nasse Frühjahr nichts auszumachen. Sie profitieren von den vielen Mücken und Schnaken. Für die Stare ist eine neue Zeit angebrochen. Die Kirschen sind reif. Der ganze Baum ist voller Vögel. Alle schreien, streiten und fressen um die Wette. Manche sagen, ein starren Nistkasten im Baum kann solche Überfälle verhindern. Das Brutpaar würde dann die anderen Vögel verscheuchen. In diesem Baum jedenfalls ist kein Kasten und jeder frisst, so viel er kann. Unter dem Baum taucht plötzlich ein brauner Jungstar auf. Er hat den nassen Start also überlebt und jetzt freut er sich an den Kirschen und an der schönen, warmen Sonne.